Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter Tri Ultimate hier bei Crush40Freak89. Fällt euch was an mir auf? Am besten zeige ich es euch beim der Ausrüstung. Lage Agros Beinschienen, wir haben es geschafft. Nach unzähligen hunderten Versuchen haben wir nun endlich die letzte fehlende Lage Agros Platte bekommen. Und nun habe ich den Lage Agros Beinbezug. Auch ein paar Lage Agros Waffen haben wir noch zusätzlich herstellen können, wie Schwert, also wie Großschwert und Doppelklingen und Hammer. Und hier zum Beispiel habe ich auch den Kettenschlechter am Start. Mann, der ist auch geil. Das ist ein Langschwert, kein Großschwert, nicht zu verwechseln. Und ich bin aber jetzt ein bisschen frustriert, möchte ich mal meinen, weil das hier ist gerade der zweite Aufnahmeversuch. Ich muss noch mal nachgucken. Ich hatte nämlich schon vorher diesen einen Part hier aufgenommen, aber meine HD-PVR hat plötzlich nicht gefunzt. Also, boah, die Aufnahme hat gelaggt bis zum geht nicht mehr. Ich habe mir gedacht, ich spinne. Deswegen habt ihr jetzt so einiges verpasst, wie zum Beispiel, dass Chacha jetzt eine neue Maske hat. Die Dörfler bitte, die dazu gekommen ist, weil im letzten Part haben wir den Barott erlegen müssen. So, hier ist die Fleischmaske. Das ist die neue Maske von Chacha. Können wir auch an tanzen? Nein. Fertigkeiten könnten wir jetzt auch schon mehr. Nee. Die werden wir jetzt auch gleich ausrüsten. Sieht komisch aus, oder? Damit können wir jetzt jederzeit grillen, ganz richtig, weil diese Fleischmaske ist sozusagen ein tragbarer, ist sozusagen ein wandelnder Grill. Ja, jetzt ist Chacha ein wandelnder Grill geworden, das wollte ich sagen. Krass, oder? Ja, den Barott kennen wir ja schon aus den Online-Modi, aber hier so als normale Quest, naja, hatten wir uns noch nicht so richtig. Aber das war echt ein Fail von vorhin. Ich hab mir gedacht, ich spinne, warum hat die PVR nicht so richtig gefunzt? Ich hoffe, dass es diesmal auch tut. Ich meine, ich hatte zuletzt auch die Full-HD-Einstellung bei der Aufnahme. Anscheinend es ist zu viel verlangt. Deshalb habe ich wieder auf 1080i gestellt bei der Aufnahme. Sieht da auch fast genauso gut aus. Und mit meinem Renderprogramm müsste das alles wieder hinzubekommen sein. Aber trotzdem war das scheiße, Mann. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich komme dahin, gute Bar. Den Barot zu besiegen. Ein Barot. Ich habe ein Wort. Willensschreiben für dich und den Kontaktperson. Mich. Und deine Kontaktperson mich. Geschickt. Hört mir mal auf Antwort. Wenn alles gut geht, lass bei den neuen Gegengang. Ist es nicht aufregend? Geh und pack deine Sachen. Wie wär's? Lass entspannen. Bei den heißen Quellen. Lass dich im Mogaart massieren. Haha, ja klar. Was ist schon im nächsten Auftrag? Jetzt kommt ein Kobold. Diese Viecher sind große Leviathane, die im Flutwald leben. Dazu brauche ich nicht mal ein Buch. Hm? Warum ich meine Notiz nicht benutze? Ich hab's beim Schreiben etwas übertrieben. Die Zeilen sind so klein geraten, dass ich nicht mehr lesen kann. Blöd, oder? Also weißt du, wie viel Information ich heute geben kann? Na, komm mal, gar nichts. Wie gefällt dir diese umgehende? Schöne Antwort. Isolenzmanagement gehen. Klar. Ja. Okay, also eine dringende Quest ist jetzt gerade am Start. Und zwar den Unfalluntersuchung, den Gobol. Das ist ein riesiger Lampenfisch oder so. Mit denen ist nicht zu spaßen. Aber zuerst sollten wir ja noch weitermachen mit Angriffsführung, ja, Angriffsführung war das jetzt. Heißt es noch einmal den Barott zu erledigen. Boah, das war damals ein Fail. So, ich muss noch schnell meine Items überprüfen. Gut, gut. Ja, das müsste reichen. Danke. Feine Zwitschstein. Fehlt da nicht irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Nein. Nein, nein. So, nehmen wir uns doch mal was zu essen. Hatte ich zwar schon, aber naja. Es ist doch so schön. Zwei sind besser als einmal. Ich hoffe, dieses Mal funzt meine HD-PVR. Ich habe jetzt halt... Wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich so einige Hintergrundprogramme noch offen hatte. Jetzt habe ich alles nochmal neu gestartet. Die komplette... das komplette Programm und alles. Und ich habe jetzt die Auflösung auf 1080i runtergesetzt bei der Aufnahme. Bei meinem Fernseher. Ich denke, so müsste es auch jetzt klappen. Hoffentlich. Also es sieht bisher ganz gut aus. So, brauchen wir mal das hier und das hier und das hier. Natürlich Farbball auch und Kaltgetränk selbstverständlich und ein Reiniger. Ja auch, weil der ist ein ziemlicher Schmutzfinger und bewirft einen laufend mit Lehm. Jetzt habe ich getreten, sorry.
Der bewirft einen laufend mit Lehm. Da braucht man mal diese Reiniger, damit man sich von den Lehm wieder befreien kann. Ja, ja. Ration gibt er mir und das gibt er noch. Felfine-Bombe. Felfine-Bombe. Und erste Hilfe-Arznei. Okay, und sonst was? Nee. Der will nicht mehr. Alter Sack. Die Felfine-Bombe hebe ich am besten auf. So. Ich muss immer wieder nachgucken bei meiner HD-PVR, ob sie auch aufnimmt. Das war echt schlimm. Es hat gelaggt bis zum geht nicht mehr und ich habe dann die Aufnahme überprüft und es war... Ach, warum nehme ich die Ration noch einmal? Blödmann. Ich habe doch schon... Ja, sorry, während ich jetzt gerade erkläre, bin ich halt ein bisschen sauer wegen meiner HD-PVR, dass sie jetzt auf einmal nicht mehr gefunzt hat. Das war schlimm, wie das ausgesehen hat. Ich konnte nichts mehr aufzeichnen. Ich meine, die Aufzeichnung, die war total schlecht. Ich konnte sie gar nicht bearbeiten, gar nichts. Es war alles asynchron, als ich es in meine Renderprogramme gesteckt habe. Ah, schrecklich. Ah, da ist er auch schon. Normalerweise finden wir ihn in einer, in Gebiet 3. Da müsste dann auch so eine Sequenz kommen, aber leider, naja... Muss sie. Leider kommt jetzt nicht mehr vor und die möchte ich jetzt auch nicht zeigen, weil wer weiß, ob da... Naja, egal, ich werde jetzt nicht so genau darauf eingehen. Feststellt, wir müssen ihn erstmal den Schwanz abschneiden und für seinen... Boah, Rammattacken ausweichen. Das wäre jetzt schief gegangen, aber Chacha musste leider für mich einstecken. Aber mit meiner aktuellen Rüstung müssten wir keine Probleme haben. Gell? Da bin ich froh, dass wir gerade unsere... ziemlich starke Rüstung haben. Unser Schwert kann auch ganz schön heftig hinhauen. Der arme Chacha muss ständig einstecken. So, das war direkt der Treffer auf den Schwanz. Aber die Rüstung ist ja zum Glück wirklich ziemlich stark. Wir haben immer eine Lagiakus-Rüstung. Lagiakus ist nicht umsonst im Storyverlauf ein ziemlich extrem starkes Monster. Ich meine, jetzt im Multiplayer-Hafen, da wäre es ist nur alles Low-Rank. Autsch. Aber für mich ist es, für mein Verhältnis ist es schon okay. So, kannst du mal deinen Schwanz jetzt aufhören? Verdammt. Die schneiden dir noch ab, du blödes Drecksvieh. Jetzt komm! Eieiei. Schön wir dein Leben. Hier. Komm. Bleib doch mal stehen, du Drecksvieh. Ich muss einen richtigen Moment nutzen, wenn er seinen Schwanz... wenn er endlich mal ruhig steht und ich seinen Schwanz angreifen kann. Weil den muss man schon sehr oft attackieren, damit er abgeschnitten wird. So, das war auch ein direkter Treffer. Hier. Ach nein. Das ging auch wieder daneben. Verdammt. Ah, jetzt kriegt er sich einen verschwindet. Ganz toll. Ja, und die? Ach so. Der ist eh schon besiegt. Ich wollte sagen, dass die Feline und jetzt die ganze Zeit attackieren. Und warum habe ich Blödmann jetzt gerade nicht den Farbball verwendet? Weil dann... Jetzt weiß ich nicht, wo er als nächstes auftauchen wird. Chacha, Boden kriegen ist keine Zeit. Komm, reiß sie zusammen. Oh oh, jetzt greifen uns diese Viecher die ganze Zeit an. Lieber weg hier. Ich möchte jetzt nicht mit denen spielen. Ich meine, mit denen könnte ich jetzt gerade ziemlich leicht fertig werden, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich möchte mich um dieses... Da ist er. Normalerweise fängt er hier an, da kommt dann immer so eine Sequenz, wie er sich in den Schlamm suhlt. Das sah schon wirklich komisch aus. Okay, meine HD-PVR funzt noch. Ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleiben wird, weil das schon wieder diese Scheiße passiert. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt gerade ein neues Komponentenkabel für meine Wii U besorgt habe und gerade aktuell verwende. Bloß aufpassen. Ja. Bam und Slash. Weil normalerweise kann ich auch damit Full HD Aufzeichnungen machen. Und mein HD PVR. Und zwar auch ohne HDMI. Das funktioniert. Aber auf einmal wollte das nicht funzen. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Aber immerhin. So. Immer weiter auf seinen Schwanz drauf. Okay. Jetzt muss ich ihn endlich mal stilllegen. So, immer auf seinen Schwanz. Dann ist er bald ab. Komm her, du Drecksvieh. Komm, 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 put, put, put. Hier bin ich. Okay, jetzt greife ich mal richtig an. Oh Mann, das war ein Fehler. Ja. Und dafür nicht so unvorsichtig werden.
Dann sieht man, was passiert. Ohne Cha-Cha ist es ein bisschen schwierig, weil der kann den Gegner ja ablenken. Er kann zwar nichts gegen ihn ausrichten. Autsch. So, hat er mich hier nicht getroffen? So, immer voll auf seinen Schwanz. So, fliegen denn... Nahabras können mich auch ganz schön nerven mit der Zeit. So, hier, einer auf dem Schwanz. Nee, nee. Bleib schön da, wo du bist. Danke, Cha-Cha. Komm her. Ah ja, sabbert schon, das ist gut. Jetzt wird er müde. Hier. Ja, der Schwanz ist ab. Perfekt. Ja, das hat den hingefetzt. Aber jetzt ist er bestimmt aggro. Komm her. Ja. Cha-Cha, lenk ihn ab. Barottschweif. Jetzt versucht er immer noch mit seinem kümmerlichen Schwanz anzugreifen. Da weiß der eh schon, verkümmert so. Jetzt keine Gnade mehr. Jetzt kann ich in Ruhe seinen ganzen Körper angreifen. Aber sein Kopf ist noch... Oh nein. Ich habe keinen Farbball verwendet schon wieder, ich Depp. Und er vergräbt sich schon wieder und verschwindet. Was hat denn da hinterlassen? Eine Wüfernträne. Okay. Ich glaube, der ist jetzt wieder... Gebiet 2. Hingeflohen, möchte ich mal sagen. Nicht geflogen, sondern geflohen. Nein. Wo ist er denn? Vielleicht in Gebiet 4. Ja, jetzt muss ich wieder einen extra Umweg machen. Gott, hätte ich bloß den Farbball verwendet, ich Volltepp. Ich denke meist nicht daran. Das ist immer mein leichter Denkfehler. Ja, so bin ich halt normal. Ich faile mich wieder durch. Zwischen Skill und Fail bin ich. Also zwischen, wenn man mich zwischen Skill und Fail unterscheiden möchte, dann gewinnt eher der Fail bei mir. Ja, brüll nur blöd rum. Richtig ab, du Drecks. Wow, jetzt ist er sauer. Okay. Hier, Farbball. Oh Mann. Wann hat er mich gebissen? Was ist das überhaupt? Das ist ein Fleischfresser, ist es auf keinen Fall. Könnte aber schon eher möglich sein, dass er ein Fleischfresser ist. Ja, jetzt seht ihr ja, sein Kopf ist extrem steinhart. Den anzugreifen bringt nicht viel. Da braucht man schon einen extrem starken Hammer. Entweder ein extrem scharfes Schwert oder einen starken Hammer, damit man angreifen kann. Eieiei! Jetzt hat er mich. Seine blöde Ramattacke ist echt scheiße. Wenn er aggro ist. Wo ist er jetzt? Ich hasse es, wenn er aus der Kamera verschwindet. So. Achso. Die Maske hat. Stimmt, er hat andere Maske und da ist er jetzt. Jetzt komm. Jetzt sind auch noch diese aggressiven Alterauf am Start. So, jetzt aber. Bam. Und hier und zack. Und bumm und peng. Komm schon, du Drecksvieh. Komm her. Komm her. Komm, komm, komm. Greif euch an! Hier! Okay, die HDPVA tut's noch. Ich muss ja immer ständig nachgucken, weil ich möchte nicht, dass so etwas nochmal passiert. Hier! Ah! Nein, nein! Hast du es so gedacht? Sein ganzer Zeit seinen Bauch angreifen und direkt dann vor seinen Schädel landen, damit er mich attackieren kann. Schnell erste Hilfe, Arznei. Ja, selbst mit so einer starken Rüstung wie der hier. Ist trotzdem nicht einfach. Also mich hinter den Sandhügel zu verstecken, ist auch keine gute Idee. Da sieht er mich trotzdem. Komm her! Und zack! Und bang! Und bumm! Und hier und da und hast du nicht gesehen. Ja, ich finde es eigentlich schade, dass ich ständig bei der HDPVA nachgucken muss, aber das war echt schlimm. Als das jetzt so zu ruckeln anfing, ich dachte, okay, wenn es halt bei der Aufnahme ruckelt, vielleicht sieht es dann trotzdem ganz normal aus. Wenn ich es noch irgendwie umändern kann oder so. Das Alter Hoff. Aber nein, habe ich mich geirrt. Da war dann der Ton extrem asynchron, als ich das versucht habe zu bearbeiten. Das war schlimm, ey. Oh Mann. Tu mal deinen Schädel weg. Au. Der kann mich trotzdem immer mit seinem kümmerlichen Schwanz erwischen. Das ist echt nicht wahr. Nein, jetzt. Ach, hör auf mit deinem blöden Schwanz, ey. Jetzt komm. Ist ein Mann oder ein Monster? Greif mal richtig anständig an. Jetzt ist er wieder wütend. Oh nein, ich bin direkt vor seinem Schädel. Boah, ein Glück. Ah, ich dachte schon, er würde Cha-Cha angreifen, dabei hat er sie eh auf mich abgesehen. Jawohl. Und hier noch eine. Oh Mann, das war jetzt gemein.
Wie hätte ich da jetzt ausweichen sollen? Komm, komm her. Na komm schon, trau dich ruhig. So. Und hier. Voll auf Breitseite. Was willst du denn mit deinem kümmerlichen Schwanz noch erreichen? Den kannst du ja nichts machen. So. Und hier noch volle Combo. Oh nein, die Waffenstärke sinkt ab. Ich muss schnell wetzen. Ah, er verschwindet sowieso, das ist gut. Dann kann ich mal schnell einen Mini-Wettstein verwenden. Wenn diese Jagis in der Nähe sind, kann ich gar nichts machen. Die halten sich immer zurück, wenn ein großes Monster kommt. Verschwindet! Du auch! Mann, oh Mann. Drecksviecher. So. Schon besser. In Gebiet 1 ist er. Ich dachte, da taucht er nie auf. Ich wusste gar nicht mehr, dass er auch in Gebiet 1 sein kann. Aber gut zu wissen. Gut, dann nehme ich mir jetzt eine schnelle Ration. So, und jetzt wieder topfit und los geht's. Da ist er wieder. Und dreht bei den Renoplus. Die können mich zusätzlich auch noch nerven, wenn die von Notiz von mir nehmen. Das ist echt scheiße. So, hier. Direkt einer auf dem Bauch. Eieiei, jetzt schüttelt er wieder seinen Schlamm ab und ich komme hier nicht weg. Eieiei. Los, weg! Nein! Verdammt. Habe ich überhaupt noch Reiniger? Ich sehe das ja. Ich stecke dann diesen Schlammklumpen fest. Boah. Ein Glück. Eieiei, die Renoplus sind jetzt auch sauer. Gut. Trotzdem darf ich mich davon jetzt nicht abbringen lassen. Ah, der bewirft ihn mit Bomben. Ja, wenn Chacha wütend ist, dann schmeißt er mit Bomben was. Je nach Maske macht er eine andere Attacke, wenn er wütend ist. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist für Abwechslung gesorgt. Und du Drecksvieh, verschwindest endlich mal. Wow. Mann, ich kann mich nicht auf 100 Monster gleichzeitig konzentrieren. So. Du Drecksvieh. Ja, ja, daneben. Und hier und da und deine. Und hey, lass mich meine Combo in Ruhe ausführen. Du verschwindest die auch. Ist das klar? Okay. Oh, komm mal, du Monster. Haha, nicht schlecht. Schon wieder einer. Sondern der lebt noch, oder wie? Du sollst sterben. Oh Mann. Na du? Was ist? Hä? Hä? Was ist? Was ist? Gut abgewehrt, Chacha. Manchmal wehrt er automatisch ab. Ich wünschte, ich könnte bestimmen, dass er das öfters macht. So, das war ein nicer Griff. Bam. Komm her. Komm, komm, komm. Hierher. Ach, Mann. Na, was ist mit dir, du Drecksvieh? Oh, Mann. Schon wieder seinen blöden Schwanz. Seinen verstümmelten... So, hier. Ah, Chacha hat wieder erfolgreich abgewehrt. Ich bin stolz auf ihn. Er ist gut. Au, Mann. Ist klar. Wäre da keine unsichtbare Wand, wäre ich da jetzt in die Tiefe gestürzt. Drecksvieh. Nein. Verdammt, ich muss diesen blöden Kopf jetzt treffen. Bestimmt bin ich jetzt gleich betäubt. Nee, geht noch. Aber dieser Renoplus könnte mich auch noch zusätzlich nerven. Verschwindet. Hau ab. Toll, jetzt ist er wieder weg, der Barott. Wieso ist mein Ausdauer schon wieder so weit herunter? Die geht schneller runter als... Ja, wahrscheinlich wenn ich kämpfe, dann geht sie umso schneller runter. Das kann auch möglich sein. Aber egal, davon lasse ich mich jetzt nicht fertig machen. Gehen wir erstmal weiter, Gebiet 2, da ist er wieder. Kümmern wir uns erstmal weiter in diesen Barott. Und mein HD-PVR funzt weiterhin. Sieht jedenfalls so aus. So, da bin ich wieder. Und hier. Bam. Oh, ist er sauer? Ja, er ist sauer. Jetzt ist er wieder aggro. Jetzt greift er wieder wie wild an. Komm her, du Drecksvieh. Hier bin ich. Wenn er so nah am Rand ist, dann werde ich jedes Mal automatisch wegteleportiert, ohne dass ich es will. Komm her. Komm. Hier bin ich! Du willst mich doch, oder? Hör auf mit deinem kümmerlichen Schwanz. Dass er immer noch mit deinem Schwanz eingreifen kann, obwohl er schon halb abgeschnitten ist.
So, aber jetzt hier und da. Jawoll! Ah. Na, was ist? Kannst du nur mit deinem Schwanz attackieren oder was? Nee, jetzt, ich wollte gerade sagen, verschwindet er schon wieder. So viel hat er noch gar nicht eingesteckt. Okay. Hier und deine. Nein! Ich hasse es! Immer dann, dass er sich umdreht, dass ich nur seinen Kopf angreife und dann kann er mich mit seiner Ram-Attacke erwischen, wenn er sie einsetzt, weil ich ja kurz gestuntet bin durch. Dadurch, dass ich nur seinen Kopf angegriffen habe. Ah! Der Schwanz. Das war jetzt auch episch, wie er den Feline da mit dem Schwanz so gepeitscht hat. Das hat jetzt gepasst. Ach! Hör mal endlich auf mit deinem scheiß Schwanz. Hier. Komm. Ja, jetzt aber. Jetzt kann ich ihn voll angreifen. Bam. Okay. Und jetzt noch hier und da und... Ja, ihn hat's gelegt, aber er ist zu weit weg. Aber ich habe ihn trotzdem noch mit dem Finisher erwischt. So. Okay, hier voll eine. Oh Mann. Ja, ist klar. Hier noch eine auf die Beine. Und Slash. Jawohl. Je öfter ich ihn damit treffe. Ja, jetzt humpelt er. Er ist bald down. Du entkommst mir nicht. Hier kriegst du noch ein paar. So. Wo ist er jetzt? Schauen wir mal. Ah, Gebiet 3. Da will er als nächstes hin. Gut, dann nichts wie hinterher. Normalerweise erinnere ich mich daran, ob es da irgendwelche... Wenn er sich dann vergraben hat, dann hat er immer welche... Immer Spuren gezeigt, wohin er sich als nächstes verpisst. In welches Gebiet. Da hat er dann ungefähr einen Hinweis gegeben. Jetzt pennt er tatsächlich. Da, du hältst dich wohl für besonders. Für ein besonderer... ja, für besonders hart, hä? So, hier kriegst du erstmal einen Verball zum Aufwecken und... Damit du mir nicht mehr kommst. Verdammt, ausgerechnet jetzt! Jetzt brüllt er... Ja. Und ich kann meinen Mini-Wettstein jetzt nicht verwenden. Jetzt greift er mich die ganze Zeit wahrscheinlich an. Komm. Schnell wetzen. Gut. Waffe geschärft und jetzt bin ich wieder dran. Komm her! Hier kriegst du eine. Und nicht auf den Schädel! Hör auf, den Schädel anzugreifen. Verdammt, jetzt ist er wieder aggro. Komm. Schneller weg da! Oh. Weil, wenn ich da gestandet bin, ich hoffe, ich bekomme bald diese Ohrenstöpselfähigkeit, weil die... Die wäre mir echt nützlich. Mann, diese blöde Schädel. Boah, gut gemacht. Gut gemacht, Chacha. Boah, haha, Glück muss der Mensch haben. Manchmal hilft mir dieser kleine Kerl. Oh nein, jetzt verbuddelt er sich schon wieder. Ach nein, der suhlt sich nur in Schlamm. Damit macht er sich eine kleine Schlammrüstung, wie man ja sehen kann. Schlamm. Ekliger Schmutzfink. Boah, das war eben sehr knapp. Na, du Schmutzfink. Och, wo greift er jetzt mal an? Jetzt komm, Schmutzfink. Hier. Du willst doch mich, oder? Oh Mann, Chacha. Eieiei. Ja, der arme Chacha. Jetzt lass ihn doch mal in Ruhe. Hör auf, ihn ständig zu attackieren. Ah, jetzt ist Sabat er. Das ist gut. Jetzt wird er erschöpft. Hier und deine und deine. Oh, oh, er schüttelt seinen Schlamm ab. So, aber jetzt gleich hier. Bam, bam. Und hier und da. Naja. Ein Finisher kann ich noch nicht mal treffen. Aber jetzt. So. Bam. Und jetzt noch schnell eine. Volle Pulle. Ja, er ist down. Yeah, nice. Ich habe ihn. Und die HDPV nimmt auch ganz gut auf. Okay, aber jetzt lasse ich es doch lieber so, wie ich es gerade habe. Barot Rückgrat, das habe ich auch noch nicht gehabt. Ich habe derweil nur Barot Panzer die ganze Zeit über. Ja. Ganze Zeit über von ihm gewinnen können. Was ich sagen wollte ist... Aufgenommen, ja. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Der Barot ist down. Und die Aufnahme geht dieses Mal gut. Oh, das ist vielleicht eine Wüferntrine oder sowas in der Art. Könnte mir ja zusätzliche Kohle verschaffen. Was?
Was? Nichts gefunden? Was soll das? Ist es etwa schon weg? Oh, Kacke, das ist Betrug. Naja, den Schwanz haben wir schon. Okay. Na gut, Leute, das war's. Quest erfüllt. Oh Mann. Sorry, aber dass ihr die Szene mit dem Barot nicht sehen konntet, ist das leider das Problem gewesen wegen dieser... Ja. Was für ein Fotofinisher. Geil. Barottklaue. Ja, weil das ist ja wegen der Düngerschlamm. Brauche ich hier wahrscheinlich für... Ja, für Barottwaffen und Rüstung. Ist halt wegen der HDP vorher, die jetzt nicht gefunzt hat. Damit ich mich nochmal entschuldigen dafür. Ist leider das Problem gewesen. Aber jetzt, Leute, kommt in den nächsten Part die dringende Quest mit dem Gobol. Wir haben jetzt erstmal wieder zusätzlich Kohle verschafft. Hm, der hat auch Barottpanzer. Und seine Stufe ist gestiegen. Wie sieht das aus? Stufe 17. Ich glaube, maximal Stufe 30 kann er erreichen. Ich weiß nicht, wie viel er insgesamt erreichen kann. Könnte sein, dass er bei Try Ultimate jetzt noch mehr Stufen erreichen könnte. Ich weiß es nicht, Leute. Na schön, das war's erstmal für diesen Part. Weiter geht's im nächsten. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, trotz des, ja, Fails, weil meine HDPV hat beim letzten Aufnahmeversuch gefehlt, möchte ich mal sagen. Aber nicht böse sein. Weil dafür ist jetzt die Aufnahme gut gegangen und auch in schönster Qualität. Ich hoffe, alles hat geklappt und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush4DFreak89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns beim nächsten Part. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.